relativ wenig Informationen aus China bisher bekommen, wie die Krankheit abläuft. Wie lang ist die Inkubationszeit? Wie lang ist man ansteckungsfähig? Wie verläuft die Erkrankung? Bei Viruserkrankungen gibt es so zwei- oder eingipfelige Verläufe. Und das ist wichtig auch, um dann Übertragungsverfahren ja, einschätzen zu können und auch so die Auswirkungen auf die Gesamtbevölkerung. Wir stehen ja nicht als Landesamt in direktem Kontakt mit China. Das läuft über RKI und über die Europäische Seuchenschutzbehörde. Die WHO ist auch beteiligt. Mir wurde gesagt, ich kann Ihnen also auf offiziellen Kanälen nur die Zahl der Erkrankungsfälle und der Todesfälle in China mitteilen. Und bei meiner Nachfrage bei Bundes- und europäischen Behörden wurde mir gesagt, alles Weitere, die Informationsweitergabe, stellt sich sehr zäh dar. Wir haben mit der Chinesin zweimal mittlerweile telefoniert, gemeinsam mit dem RKI. Das war in dem Fall möglich, weil uns die Firma Webasto unterstützt hat, mit der Patientin überhaupt Kontakt aufzunehmen. Ich vermute, in anderen Fällen wäre das so nicht möglich gewesen, aber in dem Fall war es möglich und wir haben es wahrgenommen. Beim zweiten Gespräch war auch eine Person dabei, eine Chinesin bei uns, beim RKI, die dort beschäftigt ist, sodass wir uns besser dann verständigen konnten über die Kollegin Mundart, in ihrer Mundart. Also sie hat uns nochmal versichert, dass sie, so wie es die Ministerin genau gesagt hat, dass sie eine schwerere, ja, sagen wir, Infektsymptomatik erst am Heimflug verspürt hat, dass sie vorher so Prodromalstadien, würde ich sagen, so allgemeine Müdigkeit, Erschöpfung, sie hat es eigentlich auf den Jetlag zurückgeführt, verspürt hat und ist erst in China dann zum Arzt gegangen und diagnostiziert worden. Wir halten das auch für glaubhaft. Das entspricht auch den Auskünften, die wir von Kollegen, die bei diesen Schulungen dabei waren, die haben sie auch als gesund empfunden.